Die Frage der Fragen, die Leute wissen wollten. Hast du der Berlin-Tag und Nacht aufgehört? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht dauert das länger oder vielleicht schneller. So, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß aber so, wo ich mich sehen will. Und ich will mich... Herzlich willkommen zum neuen Video. Und wie ich schon dreimal gesagt habe, es sieht ein bisschen anders aus diesmal. Das Setting, haben wir gesagt, hätten wir gerne ein bisschen anders, ein bisschen organischer. Deswegen sitzt mein heutiger Gast nicht neben mir auf der Couch, sondern gegenüber von mir am Tisch. Den heutigen Gast, ich möchte ihn in drei verschiedenen Dingen beschreiben. Zum einen, wir teilen die ähnlichen Wurzeln aus dem Balkan. Zweitens, mein Gast ist auf einer sehr sympathischen Weise ehrlich. Er sagt genau das, was er denkt, und das schätze ich immer an der Person. Und der dritte Fakt ist, dass mein Gast sich sehr treu geblieben ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, und auch das schätze ich sehr an den Menschen. Von daher herzlichen Glückwunsch, wollte ich fast sagen, aber herzlich willkommen, Antonis Jovanovic. Schön, dass du hier bist, endlich. Ja, ich finde es auch cool. Und genau, stell dich doch einfach mal vor, für die, die dich noch nicht kennen oder für die, die schon kennen, wer bist du? Also ich bin Adonis, ich bin 22, ich bin Schauspieler und ja. Jetzt bist du hier? Jetzt bin ich hier. Bei dir machen wir es aber trotzdem genauso. Ich stelle dir am Anfang ein paar kurze Fragen, die du bitte ohne großes Überlegen einfach beantwortest. Mhm. Also der erste Gedanke, der zu dir Frage in den Sinn kommt. Lieblings-Action-Schauspieler, wenn du denkst, Arnold Schwarzenegger, hau Arnold Schwarzenegger raus. Okay, und danach stelle ich dir ein paar Fragen, die ich von Leuten auf Insta gestellt bekommen habe. Da war eine Menge. Echt? Ja, scheint interessant zu sein. Okay, krass. So, Adonis, mein Lieber, die Fragen habe ich natürlich ausgesucht anhand deiner Persönlichkeit. Also nicht jeder bekommt die Fragen, die ich jetzt dir vorlese. Okay. Whisky oder Gin Tonic? Whisky. Porsche oder Mercedes? Porsche. Mhm. Lieblingsbar oder Restaurant in Berlin? Wow. Boah, keine Ahnung, ey. Weiß nicht. Ja. Also ich mag im Prinzip eigentlich jede Bar, die halt gutes Alkohol hat und gute Getränke. Die halt gastfreundlich sind und mich mögen, so, die mag ich auch. Ja, das ist immer wichtig. Ja. Und Lieblingsrestaurants, also ich mag asiatisch sehr gerne. Ja. Da gibt es einen Asiaten, der ist in der Nähe von Adlershof, der heißt, glaube ich, China House. Das ist ein ziemlich wilder Name für einen Asiaten. Ja, so China House, ja, da esse ich gern. Okay, Lieblingsmusik, die du hörst? Tatsächlich höre ich sehr viele, sag schon, also was Musik angeht, habe ich eine riesen Auswahl. Ich höre gerne, in neuester Zeit höre ich gerne Klassik, Jazz immer wieder gerne, so im Auto, Rock, immer schon gewesen, Hip-Hop, R&B, ja eigentlich so alles, was gerade Spaß macht. Apropos, wir waren gestern beim Apache-Konzert in Hamburg. Kennst du Apache? Ja, klar. Magst du es? Ja, ist ein ganz cooler Typ. Ich muss sagen, ich habe das nie so richtig gehört, aber das Konzert war gestern der Hammer. Ja, ja, es wird ja auch viel darüber geredet, dass der halt also erstens, alles, was er da macht, ist ja null Playback so. Ist ja wirklich null Playback so. So, was man von vielen nicht sagen kann. So, ja. Ne? Und so halt, wenn er mal Fehler oder so macht, dann steht er halt dazu. So, alles cool, der macht direkt weiter und so. Ja. Und auch allgemein, wie alles aufgebaut ist, wie es anfängt und endet. Ich habe so ein paar Ausschnitte so gesehen. Ich war noch nie auf so einem Konzert, aber ich kann schon sagen, das ist schon krass. Also, muss man erstmal nachmachen. Es war 2 Stunden, aber es war, jeder Song war geil. Und Justin sagt im Hintergrund bestimmt auch, das war ein geiles Konzert. Das hat mich echt weggehauen. Also, Apache ist ein krasser Typ. Er ist ein krasser Typ und ich habe heute bestimmt über eine Stunde Apache gehört im Radio beim Autofahren. Das war eine geile Sache. Das waren die kurzen Fragen. So, ich habe das gestern in die Story gehauen und ich habe, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten 50, 60 Fragen gehabt. So, ich habe einfach mal die schönsten und die wichtigsten Fragen rausgenommen, die ich dir jetzt gern stellen möchte. Hier kannst du halt dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Okay. Beantworte es einfach so, wie du denkst, wie du fühlst und sei der Adonis, der du sein möchtest. Frage Nummer 1, aber ich glaube, das hast du schon beantwortet. Wie alt bist du? Wann bist du geboren?
22 und geboren bin ich am 4.11.2000. Wo wohnst du derzeit? In Berlin. Ja. Adresse und Telefonnummer bitte einblenden. Damit die Leute auch wirklich dich besuchen können, wenn sie. Ey, ich war mir gerade unsicher, will er jetzt meine Adresse haben, wo ich wohne. So. Ich habe es ja in der Einleitung ein bisschen angedeutet, wir teilen ähnliche Wurzeln im Balkan. Erzähl mal genau, was sind denn deine Wurzeln? Wo genau kommt das her? Wir wohnen halt in Serbien in so einer kleinen Stadt, die heißt Kruševac. Ist in der Nähe von Belgrad. Ja. Ist, glaube ich, so eine Stunde entfernt oder so. Bist du noch regelmäßig da? Ja, ich war jetzt gute 2 Jahre nicht mehr da, aber diesen Sommer auf jeden Fall. Ja. Sprichst du noch Serbisch? Ich habe nie so wirklich richtig Serbisch gesprochen. So. Ja. So, ich weiß nicht, ich habe mich nie dafür interessiert. Das ist ein bisschen blöd, weil wenn ich jetzt drüben bin, kann ich mich halt null kommunizieren so mit den Leuten. Mhm. Aber ich bin auf dem Weg, es zu lernen. So. Ja. Also ich verstehe mehr, als ich reden kann. Ja. Weil bei mir ist es leider sehr ähnlich, da ich meinen Papa dann auch ein bisschen später kennengelernt habe, so richtig kennengelernt habe. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, deswegen ich konnte als Kleinkind Serbisch sprechen. Dann habe ich ein Gefühl 10 Jahre nicht gesehen. Okay, krass, das wusste ich nicht. Ja, alles verlernt. Und dann bist du halt irgendwann wieder da, aber ja. Wo braucht man Serbisch hier in Deutschland? Die Frage der Fragen, die Leute wissen wollten. Hast du der Berlin Tag und Nacht aufgehört? Ja. Also. Und dann die Frage, wieso? Ich krieg auch ständig immer noch so manche Nachrichten, so hast du aufgehört und so, und dann kriege ich wiederum Nachrichten, kommst du wieder. Also es ist eigentlich schon ziemlich offensichtlich, ich bin raus vom BTN so. Und ob ich wiederkomme, das steht so, keine Ahnung, das steht so im Raum, weil ich kann halt nicht sagen, was halt so in paar Wochen oder paar Monaten oder ein paar Jahren ist so, ich kann halt die Zukunft nicht prophezeien. Ich weiß nur so, wie mein jetziger Stand ist und mein jetziger Stand sagt mir so fürs Erste nicht. Und wieso ich aufgehört habe, ist ganz einfach. Es ist nichts Persönliches oder so. Ich bin auch ganz gut so, ich bin auch gut mit dem verblieben und auch ganz gut rausgekommen und so. Der Grund ist, also hängt so alleine eigentlich nur so bei mir so, weil ich will einfach so, ich will mich entdecken, ja. Ich will mich entdecken und ich will einfach neue Projekte so. Ich will neue Projekte anfangen und ich will einfach weiterkommen. So, weißt du, was ich meine? Du hast ja gesagt, dass du gern mehr und anderes Schauspiel machen möchtest. Hm? Ist das immer noch das Ding? Ja, klar. Zu 100%. Also, ich habe meine Rolle gemocht. Ich fand sie auch ziemlich cool und sie wurde mir auch immer gut geschrieben. Danke. Ey, ist ja auch noch so eine Sache, ne? Wir spielen ja alle eine Rolle in dem Berlin Tag und Nacht Universum, aber die Geschichte für die Rolle, das ist ja nicht das, was du dir ausdenkst, sondern das ist, was eine andere Person sich ausdenkt, genau, oder was mehrere Personen sich ausdenken, und manchmal ist es halt eine Story, wo du sagst, ey, das finde ich voll geil, das ist eine Herausforderung, und manchmal so, ah, komm schon, das will ich nie machen, aber das bist halt nicht du, das ist deine Rolle, und wenn die von der Regie oder Produktion sagen, wir hätten aber gern, dass du das und das zukünftig machst, dann spielst du halt auch mal Sachen, die dir halt nicht so gut gefallen. Ich will halt so weiterkommen und ich will andere Rollen annehmen. Ich schreibe mir selber Ideen auf. Ich habe selber schon ein paar Filmideen. Und ja, und mal sehen, was die Zukunft so bringt. Also vielleicht. Kommst du noch mit deinen ehemaligen Kollegen aus? Hast du noch Kontakt zu denen? Und wenn ja, ist es cool oder? Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir so alle auf Best-Friends-Modus sind oder so, aber so halt so, man schreibt sich gelegentlich oder man sieht eine Story, man reagiert darauf, manchmal hört man sich auch, wenn so jemand Geburtstag mal hat, man gratuliert sich. Aber ich bin generell jetzt, also momentan, in letzter Zeit sehr so in mich gekehrt, weil ich halt so mich sehr, sehr stark auf mich fokussiere. Und ich habe so kaum halt so Freundeskreis, oder ich bin halt so mit meinen Ängsten, mit denen bin ich nonstop. Und in der anderen Zeit, wo ich nicht mit dem bin, dann bin ich halt sehr gerne so mit mir alleine und halt so versuche mich immer neu und neu und neu zu erfinden, so, weißt du? Ist immer interessant, wenn man überlegt, wo ist es in einem halben Jahr, wo ist es in einem Jahr, wo ist es in 2 Jahren? Das ist doch zum Beispiel auch eine Frage, die ich mit Justin oftmals stelle oder die wir uns stellen und sagen, hey, was denkst du, wo sehen wir uns in einem halben Jahr? Oder man setzt sich ja immer selber nur das Limit. Von daher, sky is the limit. Ja. Denke ich mir auch bei dir im Schauspiel, also keine Grenzen setzen, einfach machen, gucken, was geht. Aber wie ist es? Bist du gerade an der Schauspielschule? Nimmst du Unterricht? Oder? Ja, ich nehme momentan sehr viel Schauspielunterricht.
Wo machst du das? Das ist am Salzufer. Das ist eine ganz krasse Schule. Ich finde die ziemlich stark. Die ist ziemlich altmodisch angelehnt. Finde ich ziemlich geil, weil das wahre Schauspiel kommt ja eigentlich von damals, so weißt du. So. Und ja, es ist ganz viel nach Stanislavski. Sagt ihr das was, Stanislavski? Mhm. So Tschechow-Methodik und so. Und das ist halt genau das, was ich jetzt so brauche. Ne? Könntest du dich eher zukünftig sehen in Fernsehschauspieler oder Theaterschauspieler? Auf gar keinen Fall Theater. Nein. Also höchstens mal so reinschnuppern, mal gucken, so wie es ist. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du dir einen Film anguckst, dann ist der ganze Film, es geht immer um diesen einen kleinen Moment. Wo halt so, wenn du einen Film guckst, und es geht halt dieser eine Moment, wo du denkst, boah krass, der Film ist geil. So, ne? Also es sind viele Szenen eingebaut, damit du dann am Ende so sagst, der Film ist geil. Und im Theater ist es ganz anders. Es ist halt nicht im Film. Im Film hast du diese Szenen und in der einen Szene bist du wütend, in der anderen Szene bist du traurig, in der anderen Szene bist du happy. So, im Theater musst du alles so auf einmal bringen. So, ne? Da musst du alles auf den Punkt bringen. So direkt. Theater ist ziemlich interessant, aber ich gehe auf die Leinwand. So. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ganz anderes Thema. Ist Nino wirklich dein Bruder? Nein. Es ist mein Cousin. Ja, aber ihr habt Ähnlichkeit und das ist auf jeden Fall Familie. Naja, also wir sind schon ganz eng miteinander verwandt. So, ne? Seine Mutter ist halt die Schwester von meinem Vater. Und wir sind halt zusammen aufgewachsen. Das ist halt so. Ich sehe ihn halt so auch wie ein Bruder. Ist halt wie mein kleiner Bruder. Ja. Ja, das hat man auch so oft gesehen. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich lässig, der Dreh. Das stimmt. Ja. Und beide kamen immer zu spät. Immer. Oh, ich hab das gehasst. Aber dafür kannst du nichts. Dafür kannst du nichts. Und ich erkläre dir auch wieso, warum er dafür nichts kann, weil er Jugoslawe ist. Und wir haben mittlerweile schon kennengelernt, wenn du mit Jugos zusammenarbeitest und die sagen, die kommen um 8 oder um 10, kannst du immer 2 Stunden draufrechnen. Ja, mindestens. So. Oder 2 Tage. So, irgendwas passiert immer, dass du zu spät kommst. Ich weiß nicht warum. Ich habe aber noch nie einen Jugo kennengelernt, mit dem es irgendwie anders war. Was war dein schlimmster Drehtag? Oder gab es überhaupt einen? Du hast ja gesagt, 90% hast du eigentlich Glück gehabt und eigentlich war alles ganz cool, aber gab es einen Tag, wo du dich erinnerst, boah, das war echt scheiße. Boah, ja, weiß ich, da gab es einen, boah, da konnte ich nicht mehr. Das war, glaube ich, hier damals, als wir hier auf diesem See gedreht haben, mit Leni und Live und hier Toni, Olivia, Connor, so, als wir alle so am See waren. Und als hier, also eine Rolle Olivia, sie hat doch dann hier Abführmittel in Lenis Bier reingemacht und sie hat dann die Krämpfe bekommen und wäre dann fast ertrunken und dann habe ich sie halt, ne? Also es sah auf dem Bildschirm ziemlich cool aus. Aber so hinter den Kameras, so hinter den Kulissen, so habe ich fast einen Kollaps bekommen. Ja. So, ja, weil ich habe, glaube ich, an dem Tag, also einen Tag vorher habe ich, glaube ich, also ich weiß nicht mehr, ich war halt müde, ich war kaputt, davor extrem viel geraucht und dann mussten wir halt diese Wasserszene drehen und da musste ich halt öfters reinspringen und beim ersten Mal schon, als ich bin ja von da ganz hinten dahin geschwommen und beim ersten Mal schon konnte ich nicht mehr. Also ich habe so 100% gegeben, so unbewusst, ich wusste nicht, wie oft wir das machen, habe ich so 100% gegeben, bin hingeschwommen und dann hatte ich sie und als ich da mit ihr zurückgeschwommen bin, boah, ich glaube, das ging so 20 Minuten oder so und das war wirklich halt nur, das waren 10 Meter oder so. Das ging dann halt so lange, weil ich halt nicht mehr konnte. Und danach lag ich so halt so auf dem Boden und habe versucht, mich halt wieder so, versucht halt wieder normal zu werden. Und dann so nach 20 Minuten oder so ging es dann weiter. Dann haben wir so haben wir noch kleine Nahen gedreht und sowas. Und dann musste ich halt wieder rein und wieder rein. Und Alter, ich weiß noch, dann bin ich zur Toilette und habe erstmal ein bisschen gekotzt. Ja. Also ich würde ja tippen, dass es vielleicht an dem vielen Rauchen liegt, aber es ist bestimmt nur... Ja, aber Zigaretten, das ist auch das Einzige auf der ganz großen Welt, das Einzige, was sich halt nicht anlügt, ne? Das sagt dir von vornherein schon so, wenn du rauchst, dann stirbst du. So, ja. Also dann wirst du krank davon, so, ne? Ja. So, es lügt dich nicht an. Ja. Es ist ehrlich. Also, wie kann man uns nicht lieben? Ja. So, oder? Ja, da hat er völlig recht. Wie kann man uns nicht lieben? Du, und gerade in der heutigen Zeit, wo du halt bei nichts so richtig weißt, was ist ehrlich, guckst du Insta an, da ist nichts ehrlich. Da ist TikTok null ehrlich. Ist gar nichts ehrlich. Fernsehen, erlügen sie auch irgendeinen Scheiß vor. Nimm die Tablette, trink den Shake, dann verlierst du das ganze Gewicht und dir geht's gut. Machst die Apothekenumschau auf, guckst dir Nachrichten. Wer ist denn ehrlich heutzutage? Ja. Hat er recht, ne? Wenn du die Kippe rauchst, du weißt, ja, kriegst halt vielleicht irgendwann deinen Lungenkrebs, aber jetzt bist du schön entspannt. Ja, ich rauch seit neuestem Pfeife. Ja, so wie der Judenjäger aus Inglourious Basterds.
Ja, mit genau. Mit dieser Riesenpfeife? Nee, das ist keine Riesenpfeife. Das ist so also ein ganz kleines. Wenn du sowas rausholst, so Hans Lambda hier von Christoph Waltz. Ja, Christoph Waltz, auch ein krasser Typ. Ach, das ist Schauspiel. Ja, Mann. Ey, ich habe letztes Mal von Jamie Foxx, Django, hat er gesagt, wo er mit Christoph Waltz gedreht hat, da hat er überhaupt gelernt, was Schauspiel ist. Echt, ja? Ja, da meinte er, es gab eine Szene, da hätte Christoph Waltz einfach nur ein Stück Papier rausholen sollen, der sollte ihm was vorlesen. Mhm. Er sagte, er hat dann dieses Stück Papier rausgeholt, hat er seine Brille gerichtet, dann hat er nochmal den Papier wieder aufgemacht, ah, okay, hat kurz überlegt. Ja, ich weiß, und er hat halt so viele Farben da reingemacht, wo er ja. sagte, wow, ja, das ja. Schauspiel. Ja. Aber Christoph Waltz ist auch, ja, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, ja, das sind so die Schauspieler, wo ich sage, das ist so, mhm. ja, shit. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wo ich mich mit Justin gefragt habe, wo sehen wir uns in einem halben Jahr oder so. Wenn du jetzt wenn wir jetzt eine Kugel hätten, die Zukunftskugel, mhm. und Adonis in 5 Jahren, wo steht Adonis in 5 Jahren? Wenn er in diese Kugel reinguckt, ist Adonis schon am Lungenkrebs gestorben oder ist er noch da und macht großes Schauspiel? Also vor 5 Jahren hätte ich dir noch sagen können, wo ich mich in 5 Jahren sehe. Ehrlich? Hättest du es gewusst? Vor 5 Jahren, ja, hätte ich dir so sagen können, ja, ich sehe mich da, ich sehe mich da, ich sehe mich da, ich sehe mich da. Aber mittlerweile ist halt schon wieder voll viel passiert, ne? Und eins kann ich sagen, so, das Leben ist halt extrem unberechenbar, so, ne? Du weißt nie, was passiert. Vielleicht kann ich morgen schon so eine Möglichkeit haben, wo ich so nie darüber nachgedacht habe und denke so, boah, krass, so, weißt du? Vielleicht aber auch nicht, vielleicht dauert das länger oder vielleicht schneller. So, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß aber so, wo ich mich sehen will. Und ich will mich so auf der Leinwand sehen, so ganz groß. Und das ist so mein Gedanke, der verfolgt mich jeden Tag. So, ich träume sogar mittlerweile schon davon. So. Also Tag und Nacht so, ne? Und ich glaube, wenn ein Mensch so krass so daran glaubt, dann kann es nur in Erfüllung gehen. Das ist einfach Fakt. Das hat sich schon oft so bewiesen und es wird auch immer so sein. Man muss halt so... Das, woran man glaubt, so, dafür muss man stehen und man darf halt nie aufhören, so nicht mehr daran zu glauben. Genau, aber ja. Glauben ist das eine und dann machen. Machen, ja. Das verwechseln, ja. glaube ich, auch viele, die träumen immer ganz viel. Ich träume jeden Tag, ich möchte Supermodel werden und Influencerin, aber wenn die halt nie was dafür machen und wenn du nicht jeden Tag den scheiß Arsch dafür aufreißt, dann wird es auch nichts werden. Also es ist ja wirklich die Arbeit, die dahin steckt, aber ich weiß, was du meinst. Kennst du das Buch Der Alchemist? Nein. Ist es nicht sogar verfilmt worden? Ich weiß es nicht. Ja, nee. Kennst du das Buch? Müsst ihr auf jeden Fall lesen. Ich spoiler jetzt, sorry Leute. Es geht darum, also das ist ein Typ, der hat einen Traum. Der träumt die ganze Zeit von einem Schatz. Und dann geht er irgendwann zu einer Wahrsagerin und sie sagt ihm, ja, dieser Traum ist echt, du musst deinen Schatz suchen. Und er sagt, okay, was willst du dafür? Und sie sagt, ich will nichts, ich will nur, wenn du den Schatz findest, ein Zehntel davon. So, was ich damit sagen will ist, so... Du hast deine eine Vision, aber du weißt nicht, was in der Zwischenzeit alles passiert und was dich dahin führt. Zum Beispiel, wenn jetzt was Negatives passiert, dann darf man nicht denken, mein Leben ist gerade scheiße und es funktioniert nicht. Vielleicht kann dich diese negative Sache zu einer positiven Sache bringen, die dich dann weiterhin zu was anderes bringt und das bringt dich zu deinem Schatz. Verstehst du? Ja. Und das ist das richtig, also ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, dieses Buch zu lesen. Apropos Pyramiden, denkst du, das haben Menschen gebaut oder Außerirdische? Boah. Ich bin fest davon überzeugt, das waren Außerirdische. Es gibt ja so viele Theorien, dass die das einfach von der Technologie nicht hätten machen können. Ich habe da neulich was gelesen, dass die Pyramiden alle miteinander verbunden sind und dass an der Spitze so ein Ding gab, ne? Was halt dafür, diese Pyramiden haben uns quasi immer geschützt vor halt den Untergang, ne? Und dass diese Dinge aber jetzt nicht mehr da sind. Ich weiß nicht mehr, was genau das war, aber die Pyramiden hatten eine richtige Funktion. So, ne? Die waren alle miteinander verbunden und immer so alle 100, 1000, Millionen oder was auch immer Jahre kam dann immer, also die Schicht da oben, die ist dann kaputt gegangen und durch diese Pyramiden irgendwie ist die Schicht wieder zustande gekommen. Man sagt ja auch, dass die Menschen von ganz, ganz früher viel länger gelebt haben und auch viel größer waren. So, ne? Weil die auch ganz anders gedacht haben. Wie ein Avatar wahrscheinlich. Ja, genau. Die waren so, keine Ahnung, 3-4 Meter oder so. Haben so über 100, 200 Jahre gelebt. Hast du Teil 2 gesehen? Avatar? Ja, ja. Das ist für mich so mit Abstand der krasseste Film, den ich Wenn du tauschen könntest, wenn ich dir jetzt sagen könnte, Adonis, du kannst tauschen, deinen Körper, du wirst so ein blauer Navi und kannst auf Pandora leben. Würdest du es machen? Boah, ist eine gute Frage.
Ich würde es machen. Also wenn ich ich würde es machen. Wie ist der Typ? Ich würde mir so eine blaue Alte suchen und dann wie ist der Typ? Blaue Kinder zeigen. Jack Sully, ne? Wenn ich Jack Sully wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Ich habe Jake Sully in meinem Flugzeug getroffen. Echt jetzt? Ja, vor 3 Wochen. Boah, krass. Und den Bösen, der ja, ja. Stephen Lang. Ja. Ich frage mich eher, was das so mit so einem Typen macht, so der das gespielt hat und das dann so auf der Leinwand sieht. Und dann steht er so morgens auf und ist wieder ein ganz normaler Mensch. So, weißt du, was ich meine? Ja, das muss doch auch komisch sein. Vor allem, wenn du so lange daran drehst. Ja, Mann. Dann würde ich sagen, dann war das ein richtig geiles Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens, allerspätestens in 5 Jahren wieder, wenn du auf der großen Bühne bist. Wenn du auf der großen Bühne bist, dann musst du mir versprechen, dass wir immer noch das Interview machen. Und bis dann versuchen wir beide noch unsere Serbischkenntnisse ein bisschen aufzufrischen. Vielleicht können wir da ein bisschen auf Serbisch kommunizieren. Ja, das wäre schön. Ja. Das wäre schön. Ich bereue das auch, dass ich das nicht so drauf habe. Aber das ist ein anderes Ding. Tradition ist, diejenigen, die zu Gast sind, die dürfen immer das Video verabschieden. Welche Kamera nimmt ihr? Die Kamera. Du hast jetzt die Ehre und kannst das sagen, was du gerne sagen möchtest. Ja, Leute. Hört niemals auf, daran zu glauben. Oh, nee, wir können das Video noch nicht beantworten, noch nicht beenden. Tut mir leid, eine Frage vergessen. Hm. Wie kommst du mit Olli klar? War 10 Fragen mindestens. Olli? Ja, Rolle. Ah, Olivia? Ja. Ach so, ja, wir sind immer gut miteinander klargekommen. Ja, okay. Ja. So, konnte man das klären. Ja. So viel dazu. Vielen Dank für dieses großartige Video. Freut euch auf den nächsten Gast. Habt noch einen schönen Abend, da hier ist es schon spät Abend und viel Spaß mit dem Video. Ach ja, ganz wichtig, kommentieren, Glocke, abonnieren, Adonis sein, Insta auschecken und bleibt immer am Ball und verfolgt eure Träume.